Ja, hallo. Ich bin hier am Karlplatz in Berlin-Mitte, unweit von Berlins ältestem und wohl berühmtestem Krankenhaus, der Charité, wo man hier noch die alte Zufahrtsstraße sieht. Die Ursprünge dieses Krankenhauses gehen zurück auf eine Pestepidemie, die vor über 300 Jahren in Osteuropa tobte, und im Zuge dieser Epidemie wurde 1710, damals noch vor den Toren Berlins, hier ein Lazaretthaus errichtet. Heute ist der Campus Charité Mitte das größte Universitätsklinikum Europas im Verbund mit dem Campus Benjamin Franklin in Steglitz und dem Campus Rudolf Virchow in Wedding, das jetzt wieder in den Schlagzeilen ist, weil dort Berlins erste Untersuchungsstelle auf Covid-19 eingerichtet wurde. Und um Rudolf Virchow geht es heute. Hier am Karlplatz wurde für ihn ein monumentales Denkmal errichtet. Entworfen hat es Fritz Klimsch, der Bildhauer, und fertiggestellt war es 1910. Das war 8 Jahre nach Rudolf Virchows Tod, der 1902 im hochbetagten Alter von fast 81 Jahren starb. Er war einer jener Ärzte, die durch ihr Wirken der Charité schon im 19. Jahrhundert zu ihrem frühen Weltruhm verhalfen. Schon damals, im 19. Jahrhundert, war der Kampf gegen Infektionskrankheiten, die Berlin und Preußen immer wieder heimsuchten, ein großes Thema, darunter die Diphtherie, ganz oben Typhus und Cholera, dann auch die Tuberkulose, Masern, die Tausenden von Menschen das Leben kosteten. Und hier haben wir jetzt einen schönen Blick auf das sehr monumentale Denkmal im Stil des Neoklassizismus. Und wenn wir ganz nach oben blicken, spielt sich dort eine dramatische Szene ab. Wir sehen einen muskelbepackten, starken Mann im Kampf gegen ein grässliches Wesen in Gestalt einer scheußlichen Sphinx. Und dieser Mann, ein Titan, ringt diese Sphinx nieder. Es ist ein heroisches Bild, eine Allegorie vom Kampf des Arztes gegen die Krankheit. Ja, wie sah denn Rudolf Virchows Kampf gegen die Krankheit aus? Und wer war er? Dazu gehen wir mal ein bisschen näher ran an das Denkmal. Ja, Rudolf Virchow wurde 1821 in Hinterpommern in ärmlichen Verhältnissen geboren, als Sohn eines Landwirtes. Und er wäre wohl wie sein Vater Bauer geworden, wäre er nicht schon in der Schule durch seinen Fleiß und seine unglaubliche Intelligenz aufgefallen. Dies ermöglichte ihm schon im Alter von 18 Jahren ein Stipendium an der Militärärztlichen Schule, dem Friedrich-Wilhelm-Institut in Berlin, wo er dann mit 18 sein Medizinstudium aufnahm, danach Unterarzt an der Charité wurde, schon mit Mitte 20 sich habilitierte. Ja, das 19. Jahrhundert, die Zeit Rudolf Virchows, war eine Zeit, in der die Naturwissenschaften sich revolutionär veränderten, und auch in der Medizin veränderte sich der Blick auf den Menschen. Bis zu Virchows Zeit hatte die seit der Antike bestehende sogenannte Vier-Säfte-Lehre die Definition dessen, was gesund und krank ist, bestimmt. Ein ausgewogenes Säfteverhältnis im Körper sollte über Gesundheit und Krankheit des Menschen entscheiden. Aber Virchow und zahlreiche seiner Kollegen zweifelten an dieser Theorie, und er war einer der Ersten, der klar definierte und bewies, es sind nicht die Körpersäfte, sondern die Körperzellen, die über Gesundheit und Krankheit entscheiden. Es sind die Körperzellen, die die Krankheiten tragen. Und ein wesentliches Mittel, das herauszufinden, war für ihn die Obduktion. Und daher sehen wir Rudolf Virchow hier in einem Relief in seiner Hauptwirkungsstätte, dem Sektionssaal, im Kreise von Schülern und Kollegen bei der Sektion eines Toten. Virchow hat von jedem Toten, den er seziert hat, eine ganz genaue Akte angelegt. Er hat
Krankheitsverläufe genau untersucht, deren Ursachen versucht herauszufinden, den Verlauf im Körper dokumentiert und auch die Todesursache und statistische Erhebungen gemacht, um auch die Bekämpfung dieser Krankheiten vorantreiben zu können. Damals, im Grunde ganz ähnlich wie heute, gegen viele Infektionskrankheiten gab es keine Medikamente oder wirksamen Theorien. Und Virchow hat etwas gemacht, sehr früh schon, was im Grunde heute auch noch gilt, die Ausweitung von Hygienemaßnahmen und Festschreibung von Hygieneregeln zur Eindämmung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Und diesen Kampf hat er nicht nur als Arzt geführt, sondern auch als Politiker. Er hatte nämlich schon als junger Mann in Oberschlesien eine Flecktyphus-Epidemie untersucht im Auftrag der preußischen Regierung und beklagt, die Typhuskrankheit ist eine Sozialkrankheit. Es sind die unsäglichen Lebensbedingungen der Menschen, ihre Armut, ihr Hunger, ihr Leben in feuchten Lehmhütten und vor allem unsauberes Trinkwasser, das die Ausbreitung dieser Seuche begünstigt. Das galt im gleichen Maße auch für die Cholera. Da konnte Virchow ganz klar statistisch auswerten, inwiefern unsauberes Trinkwasser mit der Verbreitung dieser Seuchen zu tun hatte. Und das betraf auch die Stadt Berlin, nicht nur die ärmlichen Provinzen Preußens. Berlin, wo die Menschen in engen Hinterhöfen dicht gedrängt zusammenlebten. Und Rudolf Virchow war ab 1859 Stadtverordneter und hat weitreichende Hygienemaßnahmen festgeschrieben, hat dafür gesorgt, dass es eine Gesundheitsvorsorge für die Bevölkerung gab. Die ersten städtischen Krankenhäuser gehen auf ihn zurück. Und noch was ganz Entscheidendes, Berlin hat unter seiner Initiative nicht nur die erste zentrale Wasserversorgung bekommen, sondern auch das allererste Kanalisationssystem, das unter seiner Leitung ab 1873 eingerichtet wurde. Und mehr dazu können Sie an anderer Stelle mit uns erfahren. Und wenn Sie sich für die Geschichte der Charité interessieren, dann sind Sie herzlich eingeladen, mit uns hier auf Tour zu gehen, auf unseren medizinhistorischen Führungen.